Hey, was geht? Ich bin Cody und wir sind wieder bei einem weiteren Part von Watch Dogs. Watch Dogs, verdammt geile Scheiße. So, was machen wir denn? Wir sitzen gerade im Auto und hacken den mal. Hast du sie dahinterlegt, wo ich gesagt habe? Ja, aber du musst echt tief in der Scheiße sitzen. Das war alles andere als einfach. Okay. Kann sogar Autos hacken. Was hat das Fragezeichen dazu suchen? Warum ist hier ein Fragezeichen? Ach nee, warte mal, ich muss hier. Wo ist es? Hier hin. Zur nächsten Kampagne. Ja, okay, komm. Machen wir die Kampagne einfach weiter. Im letzten Part haben wir ja so ein bisschen gechillt. Die Mission da habe ich euch das Ende gezeigt. Und jetzt. Ich war im letzten Part übrigens einkaufen. Ihr seht, mein Arm hat jetzt andere Farbe, falls ihr den letzten Part noch nicht gesehen habt und deinen davor. Ist cool, ich habe mir ein neues Outfit gekauft. War ziemlich teuer, also ich habe mal richtig auf die Kacke gehauen. 5000 Euro habe ich einfach mal investiert. Dollar. Fahr mal. Kollege, nicht so lange rumstehen, ja? Also, das ist nicht cool. Ich mache mal eben die Musik ein bisschen leiser, das ist ja nicht ganz so cool. So, Musiklautstärke. Machen wir so. Automatisch Musik im Fahrzeug? Ja, natürlich, ey. Also wer das ausmacht, der ist doof. So hört man auch noch wenigstens ein bisschen das Auto. Die Musik zwar auch ein bisschen, aber nicht so heftig. Und ich habe echt festgestellt, dass wir auf Hoch spielen. Ich wollte eigentlich auf Mittel spielen, aber okay. Ich meine, bei der Grafik tut sich eh nicht ganz so viel. Und ich glaube, auch wenn ich auf niedrig spielen würde, wäre es nicht so viel besser jetzt von dem Autofahr-Performance-Ding her. Jo. Habe ich eigentlich auch eine Handbremse? Polizist. Aber der sagt nichts, weil wir uns gut benehmen. Unsere Motorhaube ist ein bisschen kaputt. Leider können wir die Wagen irgendwie, glaube ich, nicht reparieren. Das ist sehr schade. Machen wir hier alle auf grün. Die machen natürlich wieder alle einen Crash. Ich natürlich nicht, weil ich der King bin. So, hallo! Was geht? Guckt euch mich mal an, ey. So ist das cool. Meine Farbe, blau. Ah, wir sollen jetzt Waffen kaufen. Hallo. Was? Worüber redet ihr denn? Worüber redet ihr denn? Hallo! Also, den bedrohen ist ziemlich dumm. So, was soll ich jetzt kaufen? Was war das Ziel? Warte mal. Sturmgewehr 416. Sturmgewehr, warte. Wie geht's Ihnen? Ja, jetzt chill mal. Sturmgewehr, da. 416. Ja, das nehme ich mal. Munition haben wir noch voll. In den vergangenen Wochen wurde haben wir denn noch für Waffen? Für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen das hat sich Blumensprecherin Schaumann. Ach, habe ich schon. Mit Schalldämpfer sogar. Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS. Granatwerfer, übertreib halt. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt. Ja, ich dir auch. Wünschen einen schönen Tag. Sind diese Wachleute, auf die sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit ist. Haben wir irgendwo einen Feuerwehrwagen? Ich will echt mal einen Feuerwehrwagen holen. Wir leider nicht. Soldaten nicht verteufeln, die vielleicht sollten wir mal irgendwo Feuer machen. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Blutsprecherin Charlotte Gartner für die Sicherheit des CTOS. So, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Markieren wir uns direkt am besten mal auf der Karte. Warum sind hier so viele Ausrufezeichen? So viele Sehenswürdigkeiten? Alter. Oh, ups. Wollte nicht. War nicht mit Absicht. Wir hacken einfach mal jede Ampel.
What the fuck? Ich wollte gerade sagen, ist das ein Feuerwehrwagen, aber leider ist es nur ein Truck. Schade. Echt sehr, sehr schade. Aber hey, man kann nicht immer alles haben, wa? Hallo, fährst du? Dass meine Hupe überhaupt noch funktioniert. Ist auch der Wahnsinn. Fährst du jetzt mal? Ich finde das cool, dass das mit dem Lenken animiert ist. Ich fahr einfach mal im Gegenverkehr. Das war nicht so besonders gesund, aber... wir rocken das. Was war das denn gerade für ein Wagen? Also die Autos sehen schon nicht schlecht aus. Es gibt hier echt schöne Autos. Aber ich vermisse so ein bisschen die Handbremse. Aber okay. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Scheiße, scheiße! Wow. Ich werde gerade abgeknallt. Könntest du das bitte irgendwie... Ah, Hilfe! 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 Nein, ich will nicht sterben! Nein! Ah, leider tot. Oh, wie cool. Verdammt, da hätte ich echt mehr aufpassen müssen, um da durchzukommen. Verdammt. Aber es ist cool, dass man die Leute so ablenken kann. Also, oh, das macht so richtig Spaß. Richtig cool. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, durch den Haupteingang ist ein bisschen dumm. Oder? Ablenkung begonnen. Gehe ich zuerst da rein? Also auf der Seite ist es ein bisschen dumm. Was zum Teufel macht er denn? Möglicher Feindkontakt in meinem Bereich. Was ist da los? Ich mach die Waffe scharf. Ich habe echt Besseres zu tun. Ich glaube, ich muss da irgendwie drauf kommen, oder? Okay, hier können wir hoch. Jetzt reicht's mir aber. Ich habe echt Besseres zu tun. Okay, Kollege. Scheißteil! Hab die Schnauze voll! Ah, wohl kaputt. Ist ja nichts Neues hier. Okay, wieder hoch. Wohl, nicht wieder hoch, sondern hoch. Verdammt. Ich muss doch da irgendwie raufkommen können, oder? Kann man nicht irgendwie springen? Was ist das denn? Okay aus. Wo ist denn einer? Okay, es funktioniert anscheinend nicht. Ah, verdammt! Was ist das denn? Überwachungsfernzugriff aktiviert. Wir müssen ihn finden, habt ihr verstanden? Fangt an zu suchen! Okay.
Komm, lenk den mal irgendwie ab. Ups. Okay. Ich glaube, hier bin ich auf jeden Fall sicher, wo ich gerade stehe. Scheiße, nein! Gerade im Moment, wo ich das sage, ist am Arsch. Fuck. Ah. Mann. Scheiße. Nochmal. Wie komme ich denn da am besten durch? Da braucht man echt verdammt viele Ideen hier, um die Mission zu schaffen. Krasse Scheiße, ja, richtig schwere Mission. Aber ey, ich schaff das noch. Da bin ich mir sicher. Vielleicht muss ich auch eine andere Anlaufstelle nehmen. So. Okay, das ist komisch. Können wir... Hat sich das von selbst bewegt? Der wäre auch ausgeschaltet. So, der Typ da hinten. Macht er? Was will der? Ich würde den jetzt gerne ablenken. Den konnte man doch ablenken irgendwie. Möglicher Sichtkontakt. Ich schau mir das mal an. Die ortsübliche Fehlfunktion. Achtung! Das kann nicht sein. Hat das Teil denn keine Sicherheitsschaltung oder so? Boom! Okay. Aber sehr kompliziert hier, wenn hier so viele Leute sind. Was soll man denn da machen? Sucht ihn, er ist hier irgendwo. Gar nicht wahr! Ich bin hier nicht. Ich sehe nichts. Ich guck mal woanders nach. Kann man nicht irgendwie die Waffe wechseln? Ich hab hier nichts zu sehen, ich geh da rüber. Alles sauber, ich geh da lang. Okay. Puh, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal hier. Hier waren wir noch nicht. Immerhin schon ein Stückchen... Ach nee, scheiße, das ist einfach nur die andere Seite, oder? Hier hätte man auch reingehen können. Kacke. Was ist das für ein Scheiß hier? Könntest du dich mal verpissen? Kollege, willst du sterben? Haltet die Augen offen. Bleibt schön wach. Was geht hier vor sich? Sollen wir ihn abknallen? Sollen wir ihn abknallen? Das ist eine Lüge. Ich hab den nicht getötet. Das stimmt nicht.
Ich wollte ihn auch nicht töten. Es tut mir leid. Scheiße, Mann. Da oben ist einer. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Da kommt der nächste. Scheiße, Mann. Was soll ich machen? Ich könnte alle töten, aber das ist doch echt behindert. Ich will die doch gar nicht töten. Was ist hier los? Ich weiß nicht. Hey, Leute, ich würde das nie machen. Ah, warte mal, wir haben doch extra das Ding hier gekauft. Was machen wir denn hier? Sind wir doch viel besser ausgerüstet. Idioten, wir sind so dumm. Scheiße. Okay, ein Fake-Verlobungsring gekauft. Wo sind die denn? Und wo muss ich denn hin? Ey, das dauert echt, das ist zeitfressend gerade. Das ist vorsichtig sein und so. Ja, er läuft hier rum. Er ist zufällig sogar... Ich war das nicht. Scheiße, so läuft das nicht, Mann. Rücke vor. Okay. Kamera. Ja, hab ihn dort gesehen. Oh. Hab ihn. Oh mein Gott! Wie viele noch? Ich will hier nicht 10.000 Leute töten. Oh nein! Ich habe mich selber getötet! Oh Leute, ihr glaubt es nicht, was da passiert ist. Aber ihr habt es ja gesehen. Oh krass, egal, okay. Wir versuchen die Mission auf jeden Fall nochmal im nächsten Part und ich hoffe, dann habe ich ein bisschen mehr Glück. Wir werden das noch schaffen. Wir werden da reingehen und den Zugangscode und alles tun. Ja, das machen wir. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und wenn nicht, dann natürlich auch. Warum sage ich das immer? Ich verstehe es nicht. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder und bis dahin. Adios.